So, liebe meine Zuschauer, herzlich willkommen zurück zum Motortalk. Wir beginnen mit unserem zweiten Teil. Der Analyse des Rennens. Unsere beiden Kontrahenten hier werden Szene für Szene analysieren. Und vielleicht werden wir herausfinden, wo sich Max vielleicht verbessern könnte. Warum hat er das Rennen doch so deutlich verloren? Wo hatte Langer Glück? Wir werden es herausfinden. Ich danke euch. Schwächling von den Männern. Krombacher alkoholfrei. Schön hast du die Kurve angefahren. Möchtest du uns was dazu sagen zu der Schwierigkeit dieser Kurve? Und war sie eine große Herausforderung für dich oder möchtest du sagen, das war eher eine leichtere Übung? Ja, also im Angesicht dessen, dass ich auch diese Strecke und diese Kurve das erste Mal gefahren bin, hat man natürlich gesehen, dass sie nicht optimal ist. Ich hätte viel weiter außen anfahren können. Vielleicht habe ich auch zu früh gebremst. Aber sonst war es schon okay, würde ich sagen. Ja, wir schauen uns dann jetzt mal eine weitere Szene aus dieser Kurve an und werden dann auch Max auf dem Bild sehen, der uns dann erklären kann, warum er ein klein bisschen Probleme mit dieser Kurve hatte. Also die Kamera hat das leider nicht besonders eingefangen. Also der Sturz ist hier nicht zu sehen, man sieht bloß, dass ich sehr lange vorbeifahren, weil ich da wieder neu anrolle und entsprechend ist die Geschwindigkeit natürlich mehr als lächerlich. Ja, Max, wir haben jetzt deinen Sturz gesehen, oder haben wir sogar nicht gesehen, eher dein danach wieder anrollen. Was waren denn die Gründe für deinen Sturz? Was denkst du denn oder was glaubst du denn, was war das Problem? Als nächstes muss ich sagen, die Strecke war wirklich sauschlecht präpariert, also völlig uneben, wechselnde Fahrbahnbelege. Also sehr schwere äußere Bedingungen? Absolut, ja. Und mal abgesehen davon, wie ich schon mal erwähnt habe, meine Räder waren ausgelegt auf eine Topfebene Strecke und die nicht solche Spitzkehren beinhaltet. Und das waren ganz einfach die Gründe. Also eigentlich Setup-Probleme. Okay, danke dir. So, hier haben wir nochmal eine Aufnahme der eben gezeigten Szene aus einer anderen Perspektive. Da sieht man die ganze Sache doch deutlich besser. Und vielleicht können dann die Jungs auch nochmal was dazu sagen. Hier Langer im Bild. Und hier im Hintergrund sieht man, wie Max ab in die Prärie fährt. Ja, liege ich. Also ich habe mir tatsächlich wehgetan. Also ich will hier kein Mitleid erregen, aber es war schon ein mehr als ein mittelschwerer Sturz. Aber ich kann die Motivation noch aufbringen und mich aufs Bobby setzen und die Verfolgung aufnehmen, wobei Verfolgung wohl zu viel ist. Ich glaube, Matthias war da schon im Ziel. Die Grasbüsche, die werfe ich zur Seite. Unnötige Ballast sozusagen. Ja, und so lange. Wir haben gerade nochmal diese Szene aus dieser wirklich höchst spektakulären Kurve gesehen. Man sieht auch sehr schön, wie du einlenkst und wie du bremst und versuchst, das Bobby echt unter Kontrolle zu halten. Sieht sehr gut aus, muss man sagen. Wie ist das so mit der Fahrtechnik auf dem Bobby Car? Ist das eher eine Gewichtssache oder mehr Feeling oder wie ist das mit der Fahrzeugkontrolle? Ja, danke, dass Sie mir diese Frage stellen. Das ist eine sehr diffizile Angelegenheit. Wichtig sind aber die Vorderräder, die nicht zu wenig Grip aufbauen dürfen. Also eine sehr wichtige Frage der Balance. Ja, genau. Die Balance muss da sein, aber auch die hintere Spur, die ein bisschen breiter ist, verleiht dem Ganzen etwas mehr Stabilität.
Doch nicht nur mit der Lenkung, sondern auch mit Körperverlagerung und leichtem Anbremsen, teilweise schon in die Kurve rein, ist sehr wichtig dafür. Also sagen wir ein Reintragen des Fahrzeugs in die Kurve. Man muss das Fahrzeug richtig in die Kurve tragen, um die Geschwindigkeit zu halten, oder? Man muss das Fahrzeug ja im Prinzip führen. Man muss ihm zeigen, ich bin auf dem Bobbycar. Ich bin das Bobbycar und sagen, kann ich hier noch ein bisschen? Ja, natürlich. Von dem Wein. Also, um weiter auf die. Ja, wir waren. Was ist denn hier los? Was soll denn das? Ja. Ich finde das nicht gut. Ja, also du führst das Bobbycar, du bist das Bobbycar. Richtig. Und nur wenn die Einheit da ist, zwischen mir und dem Bobbycar, was... Also Mensch und Maschine muss eine Einheit bilden. Richtig, es muss eine Einheit bilden. Nur so schafft man es wirklich, diese Sphärenkurve richtig anzufahren. Okay, ich danke dir. Wir gucken uns noch ein paar Szenen an und dann hören wir uns nochmal. Ja, hier eine Aufnahme aus dem oberen Drittel der Rennstrecke. Man sieht, dass es anfangs doch echt enger war, als es zunächst aussieht. Ein harter Kampf. Aber auch hier ist Langhoff schon in Führung. Und wie wir alle wissen, konnte er ihn deutlich ausmachen. Man sieht, Max konnte anfangs doch sehr, sehr gut mithalten. Da gab es sogar einen Sturz. Das wussten wir noch gar nicht. Wir sind gespannt, was die beiden Kontrahenten dazu sagen werden zu diesem Sturz. Das sieht ja übel aus. Ah, die beiden nehmen es mit Humor, wie man sieht. Echte Sportsmänner sozusagen. Und was passiert nun? Ja, Max richtet sich auf. Max ist am schnellsten. Langer versucht, hinterherzukommen. Da war Max sogar zeitweise in Führung, wie man hier sieht. Langer versucht, hinterherzukommen. Packende Aufnahmen hier. 1A Bildmaterial, unsere Kameramänner. Muss man wirklich respektiverweise sagen. Der weggeschubst hat. Oh, da gab es wohl einen schweren Crash. Ja, Jungs, wir haben nochmal neue Aufnahmen gesehen. Wie wir gesehen haben, war es anfangs doch deutlich enger. Max, du konntest richtig gut mithalten. Natürlich stellt sich jetzt die Frage, warum konntest du anfangs so gut mithalten und hast dann so nachgelassen? Was war los? Und vor allem dieser Crash im ersten Abschnitt, den wir bisher nicht gesehen haben. Wie ist dieser zustande gekommen? Ja. Also es ist eindeutig so, dass mein Bobby deutlich höheres Leergewicht hat und schwerer beim Start wegkommt. Dieses Gewicht kommt mir aber so gegen Mitte der Strecke zugute, also da kriege ich richtig Fahrt drauf. Man hat es dann ja auch gesehen. Matthias ist dann vor mir gestürzt. Ich habe gehofft, noch ausweichen zu können, das wäre dann ein klarer Sieg geworden, aber da er so ungünstig vor mir lag und und die Straßenlage gab ein ausreichendes Ausweichen nicht. Dein eigener Crash darf man nicht außer Acht lassen, da kam er dann auch noch hinzu. Richtig, genau. Naja, auf jeden Fall bin ich dann mit ihm kollidiert und konnte mich dann aber tatsächlich noch vor ihm aufs Bobby retten, was dann aber letztendlich doch nicht gereicht hat für einen Sieg. Ja, lange noch, wie gesehen, hast du auch einen kleinen Ausritt. Warst du zu schnell oder einfach schlechte Bodenbelag oder woran lag es deiner Meinung nach? Ja, ich habe es übertrieben. Ich hatte ein gutes Gefühl in der Kurve. Ich wollte die Geschwindigkeit halten und ich habe schon gemerkt, dass es ein bisschen kibbelig wurde. Ich glaube, der hintere rechte Reifen war sogar leicht in der Luft und ich dachte mir, die Geschwindigkeit ist gut, das hältst du. Bin dann aber leider leicht verrutscht auf dem Sitz. Ich habe mich sozusagen vom Bobbycar gelöst. Wir beide waren nicht mehr eins und damit ist es dann zu dem unglücklichen Sturz gekommen. Bei dem wir uns beide zum Glück nicht verletzt haben. Bei dem wir uns zum Glück nicht verletzt haben. Nicht ernsthaft. Also leichte Prellung. Das gehört einfach dazu. Berufsrisiko. Ja. Das wussten wir, genau. Ja gut, und dann kam er schneller aufs Bobbycar. Mir dauerte die Regeneration ein bisschen länger. Und hab dann versucht noch das Beste draus zu machen. Oh, hat er auch ganz gut geklappt, wie wir alle wissen. Noch kassiert, ja. Okay, Jungs, ich danke euch. Wir schalten noch mal kurz in die Werbung, werden dann den Zielanlauf analysieren und dann auch ganz aktuell ganz heiße neue Aufnahmen exklusiv hier bei Motor Talk. Die Fachwelt ist gespannt.
Das ist für euch das Thema. Seid gespannt. Bis dann. Tschüss.